So bekommst du die neue Trophäen Ultra Box kostenlos mit 20 verbleibenden Gegenständen. Freunde, wir werden das größte Trophäen-Update aller Zeiten bekommen und in diesem Video habt ihr alle wichtigen Infos, wie ihr kostenlos die neue Trophäen-Ultra-Box mit 20 verbleibenden Gegenständen bekommt, alle Änderungen, die ihr wissen müsst. Das heißt, dieses Video ist geisteskrank wichtig für euch. Wir starten direkt mal in Brawl Stars. Warum kommt jetzt überhaupt diese Änderung? Leute, Brawl Stars ist sehr unzufrieden mit den aktuellen Trophäen-Liga-Belohnungen. Ihr seht ja hier in dieser Übersicht, ne, dass wir für bestimmte Trophäen bestimmte Anzahl von Bling bekommen und dann werden die Brawler ja zurückgesetzt. Ihr seht hier zum Beispiel aktuell mein Kenji ist auf 981. Wenn jetzt diese Trophäenliga vorbei ist, also in 13 Tagen, dann kriegen wir ja dafür, wir sehen es hier, 42 Bling als Belohnung und der Brawler wird zurückgesetzt auf 974 Pokale. Das wissen ja die meisten und natürlich wird nicht jeder Brawler zurückgesetzt, das wisst ihr ja, das haben sie ja auch ein bisschen abgeändert, sondern halt nur die obersten. Ja, mit diesem System ist Brawl Stars sehr unzufrieden, denn die aktuelle Saisonbelohnung ist halt extrem schlecht. Und zwar hatte ich zum Beispiel in der letzten Trophäenliga 430 Bling bekommen und schaut mal, ich hatte einfach richtig viele Brawler auf 1000, ne? Also, das ist sehr, sehr viel, was ich gepusht hatte. Ich habe ja 70.000 Pokale gepusht und habe dafür 430 Bling bekommen. Und sind wir mal ganz ehrlich, Freunde, 430 Bling, wenn wir jetzt mal in den Katalog gehen, sind halt eben kaum, also es ist halt kaum eine Anzahl. Also, warte mal, wir finden jetzt zum Beispiel diesen Dark Keep Pearl, ne? Der müsste jetzt hier dabei sein. Der wird dann 2750 Bling kaufen. Das heißt, ich habe nicht mal ein Fünftel dieses Skins innerhalb von einem Monat als Belohnung eben bekommen, was halt sehr wenig ist. Und deshalb werden wir ein komplettes, krankes Trophäen-Update bekommen. Und in diesem Video habe ich alle wichtigen Infos für euch. Das heißt, schaut es euch bis zum Schluss an, jeden einzelnen Punkt, Leute. Und wir kommen zu Punkt Nummer 1 auf jeden Fall. Und zwar tatsächlich, was soll das neue System erstmal bringen? Es soll auf jeden Fall mehr Belohnungen für alle Spieler geben. Es soll mehr Spaß machen. Und es soll auf jeden Fall auch besser werden, also einfach zu pushen. Das heißt, es soll mehr die Leute belohnen, Pokale zu pushen. Und es soll auch das Matchmaking verbessern. Also man soll schneller Gegner finden auf hohen Pokalen und nicht mehr eine Stunde lang im Matchmaking hocken, was viele Pro-Player immer richtig genervt hat, Leute. Wenn man zum Beispiel einen Rang 35 Brawler pusht. Und aktuell sind die Belohnungen halt einfach viel zu schlecht. Und es demotiviert Leute zu pushen auf jeden Fall. So, und jetzt kommen wir auf jeden Fall tatsächlich zu den geisteskranken Änderungen. Und die erste Änderung wird alle Leute richtig schockieren. Und zwar werden einfach Ränge gelöscht. Das ist geisteskrank heftig. Leute, Rang 30 zum Beispiel wird komplett gelöscht. Rang 35 wird komplett gelöscht. Jeder einzelne Rang. Ich habe hier zum Beispiel Grom auf Rang 34. Das wird man danach nicht mehr sehen, Leute. Ich habe zum Beispiel auch Brawler wie Mr. P und Squeak, beide auf Rang 35. Und das ist eigentlich schon ein geiler Flex, ne? Und das wird jetzt einfach entfernt. Es gibt keinen Rang 35 mehr. Und da ist der erste Punkt, den wahrscheinlich sehr viele Spieler sogar schlecht finden werden. Weil, warum hat man sich jetzt die Arbeit gemacht und Brawler auf Rang 35 gepusht? Ich erkläre euch gleich, warum das so ist und was das neue System sein wird. Aber zum Beispiel gehen wir jetzt mal in die besten Listen und finden hier, dass Sniper kurz vor 140.000 Pokale wieder aktuell ist, ne? Er hat zum Beispiel ja auch jeden Brawler auf Rang 35, was halt sehr krasser Flex ist und das wird jetzt komplett gelöscht, denn es gibt jetzt einfach komplett neue Ränge und die stelle ich euch jetzt vor. Die haben hier so ein richtig geiles Regenbogensymbol, das sieht ultra heftig aus und der höchste Rang, der jetzt kommt, ist Max, heißt Max, also maximaler Rang, Max, Max-Rang, wie auch immer. Anstatt irgendeine Zahl wie 35, heißt es jetzt einfach Max-Rang. Es gibt insgesamt 50 Ränge ab jetzt und alle 20 Pokale ist ein neuer Rang. Das bedeutet, Rang 30 bzw. 1000 Pokale ist ab jetzt der höchste Rang, Leute. Und ja, im Prinzip ist das Ganze folgendermaßen. Wenn man diesen Max-Rang erreichen will, muss man eben 1000 Pokale mit dem Brawler pushen. Aber das Ganze wird einfacher sein als davor. Das heißt, keine Angst, Leute. Man kann bis 1100 Pokale im Prinzip so spielen, dass man, wenn man verliert, kriegt man zum Beispiel minus 5 als Beispiel und wenn man gewinnt, plus 5. Davor war es ja so zum Beispiel von 900 bis 1000, ne? Man bekommt zum Beispiel plus 6 für einen Sieg, aber irgendwie minus 10.
Und das ist jetzt nicht mehr so. Es ist viel einfacher, auf 1000 jetzt zu pushen. Das heißt, jeder von euch wird es wahrscheinlich schaffen, wenn er ein bisschen Zeit investiert. Man kann das ungefähr vergleichen, einen Brawler auf 800 Pokale zu pushen, ist im neuen System einen Brawler auf 1000 zu pushen. Das heißt, jeder von euch kann das schaffen. Das ist wirklich nicht schwer. Das heißt, es ist auf jeden Fall auch für Spieler, die jetzt nicht ultra krass gut sind oder die Pros sind, einfacher, 1000 Pokale zu erreichen und auch damit den Rang 50 sozusagen, Max-Rang. Selbst wenn ihr 1000 geschafft habt, dann gibt es keinen Trophäen-Reset. Also ihr werdet den Brawler nicht zurückgesetzt bekommen. Erst tatsächlich ab 1000 Pokale. Also genau, unter 1000 nicht, aber über 1000 dann erst. Und dann werden die Brawler, sage ich jetzt mal, von zum Beispiel 1100 oder so auf 1000 zurückgesetzt. Oder von 1500 werden die auch auf 1000 tatsächlich zurückgesetzt. Das heißt, immer auf 1000. Das ist so die neue Anzahl an Pokale pro Brawler. Okay, Leute. Und jetzt ist natürlich die Frage, der nächste Punkt. Was passiert, wenn ihr, ja, 1000 Pokale erreicht habt mit dem Brawler in Zukunft und dann den neuen Max-Rang habt? Was bekommt ihr dann in Zukunft, okay? Jetzt wird es auf jeden Fall geisteskrank, auf jeden Fall. Ihr seht jetzt auch ein passendes Bild nämlich dazu mal eingeblendet. Wenn ihr zum Beispiel, wie wir hier sehen, Shelly gepusht habt, Leute, auf 1500. Das hört sich jetzt krass an, weil ihr da wahrscheinlich noch nie einen Brawler so hoch hattet, aber in Zukunft wird das sehr einfach sein, okay? Das heißt, man kann jetzt mehr Pokale pushen. Aber ja, 1000 schafft wie gesagt jeder und jetzt habt ihr zum Beispiel 1500 mit Shelly erreicht. Ihr habt jetzt damit sozusagen 515 Season Trophies gepusht, also Saison Trophies, so Saison Pokale. Also alles, was ihr über 1000 mit einem Brawler pusht, zählt in diese Saison Trophäen mit rein und diese braucht ihr, um euch gratis Boxen zu erspielen. Und es gibt 5 neue Boxen. Das ist so geisteskrank, Digga. Und ja, das braucht ihr im Prinzip einfach, um diese Boxen euch gratis zu erspielen, die man dann einmal im Monat quasi for free öffnen kann. Wir kommen noch gleich zu den ganzen neuen Boxen, wie ihr die genau bekommen könnt. Aber Leute, erstmal schauen wir uns nochmal dieses Bild hier an. Ihr seht einfach, okay, 515 bei Shelly. Oben seht ihr zum Beispiel 333, habt ihr gerade gepusht und braucht 666 für diese weitere Stufe an Boxen zu pushen. Ja, jetzt natürlich wollt ihr wahrscheinlich genau wissen, wie das funktioniert, Leute. Und hier seht ihr jetzt mal eingeblendet die neue Ultra-Trophäen-Box in diesem Regenbogen-Style. Alter, sieht die geisteskrank aus. Ich freue mich so heftig, Leute. Aber erstmal, genau, würde ich sagen, ich erkläre euch jetzt erstmal, wie die entsteht, beziehungsweise wie ihr die bekommt. Und zwar seht ihr jetzt hier einen Screenshot. Und dieser ist eine Art Tabelle, okay? Und in dieser Tabelle sehen wir jetzt einfach, wie man diese Boxen freischaltet. Erstmal starten wir bei der ersten Stufe an Boxen. Das ist tatsächlich die kleine Box. So wird sie auf jeden Fall heißen, Leute. Die kleine Box kriegt jeder von euch, der mindestens 1500 Pokale insgesamt hat. Also die kriegt man immer. Dafür muss man nicht mal spielen, okay? Ihr kriegt jetzt einfach mindestens 6 verbleibende Gegenstände in dieser Box drin, also Minimum. Das heißt wirklich mindestens, es können auch 8 verbleibende oder 9 verbleibende sein, wenn ihr Glück habt. Und das ist die kleinste Box. Es wird noch viel krasser, Leute, glaubt mir. Das ist erst Stufe 1 von 5. Dann habt ihr einen garantierten seltenen Skin in dieser Box. Immer. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier in Brawl Stars zu den seltenen Skins und ihr habt insgesamt, also ich habe insgesamt 73, aber ihr habt garantiert einen von diesen per Zufall da drin, Leute. Wenn ihr alle theoretisch schon habt, kriegt ihr eine Ausgleichsbelohnung, denke ich mal. Dann seht ihr schon Can Drop Rarities, also was theoretisch drin sein kann. Also nur seltene Skins auf jeden Fall. Und ganz unten, diese Spalte seht ihr ja jetzt komplett. Diese Belohnungen können in jeder Box drin sein. Wir haben Juwelen, die man einfach kostenlos ziehen kann. Bling, XP-Verdoppler, Profilbilder, Sprays und alle Arten von Pins, Leute. Also ihr seht eher kosmetische Belohnungen. Aber Leute, es wird noch viel krasser. Und zwar kommen wir jetzt zur Big Box, also zur neuen großen Box. Leider sehen wir von diesen anderen Boxen noch keine richtigen Bilder, nur von der Ultra Box, die aber auch am geilsten natürlich ist. Aber erstmal, genau, die Big Box, diese schaltet ihr bereits bei 100 Saison-Trophäen frei. Das heißt, sehr einfach. Ihr braucht also nur einen einzigen Brawler auf 1000 zu pushen und dann müsst ihr diesen noch auf 1100 pushen. Das heißt, 100 Saison-Trophäen sozusagen und dann kriegt ihr diese Box. Box gratis. Ihr habt dann mindestens 8 verbleibende Gegenstände, das heißt schon mal sehr viel. Kann auch zum Beispiel 10 verbleibende enthalten, das ist ja nur mindestens, ja. Dann habt ihr einen garantierten super seltenen Skin. Und da schauen wir jetzt mal auch in Brawl Stars rein. Und zwar seht ihr schon, okay, das sind schon mal deutlich bessere Skins. Wie zum Beispiel auch Burger Lou, der Burger Pommes Lou, ihr wisst Bescheid, einer der besten Skins. Dino Leon, zum Beispiel auch DJ Frank oder auch hier der neue Dunkelfestung Pearl, den ich mir jetzt mal nochmal kaufe fürs Video, aber
Genau, also es sind schon sehr geile Skins, die habt ihr garantiert in der Box drin, Leute, also, ne? Und auch nur das kann in dieser Box drin sein tatsächlich. Und halt eben wieder die kosmetischen Belohnungen, was schon mal sehr geil ist. Dann kommen wir zum nächsten Level, Stufe 3. Das schaltet man bei 400 Saisontrophäen frei. Und das nennt man dann die neue Mega-Box. Mega-Saisonbox oder Mega-Trophäen-Box. Genau, nicht zu verwechseln mit der Mega-Box, die man wahrscheinlich jetzt auch kennt. Es hört sich jetzt vielleicht kompliziert an, aber 400 Pokale ist jetzt nicht so viel. Zum Beispiel, ihr habt ja insgesamt 84 Brawler oder vielleicht habt ihr 50 Brawler oder whatever. Und ihr müsst nur insgesamt 400 Pokale über 1000 pushen, um die zu bekommen. Zum Beispiel, einen Brawler habt ihr auf 1050, den anderen auf 1100, den anderen auf 1050 wieder. Und das summiert sich. Das heißt, das kriegt man auch easy hin. Und ihr habt mindestens 10 verbleibende Gegenstände in dieser Box drin. Mindestens. Habt auf jeden Fall einen garantierten, super seltenen Skin wieder. Und warum ist das noch krasser? Ihr könnt rein theoretisch auch einen epischen Skin ziehen. Das seht ihr jetzt hier. Dann kommen wir zu Stufe 4. Jetzt wird es crazy. Diese Stufe heißt Omega, Leute. Es gab ja auch schon mal die Omega-Box. Und das wird dann halt quasi so ähnlich aussehen. Diese schaltet man bei 1000 Saisontrophäen frei. Wie gesagt, auch das ist machbar, Leute. Zum Beispiel einfach 10 Brawler auf 1100 spielen. Und wie gesagt, ich habe es eben schon erklärt, in Zukunft ist 1000 entspricht ungefähr 800 Pokalen. Da habt ihr einfach 16 verbleibende Gegenstände. Minimum. Also, Digga, jedes Mal mindestens. Digga, ist das geisteskrank, Mann. Und ihr habt einen garantierten epischen Skin da drin. Also garantiert, wirklich. Und könnt sogar rein theoretisch mythische Skins daraus ziehen. Mythische Skins weiß auch jeder. Geistesgang. Da fängt es auch wirklich an. Wir haben Poop Spike zum Beispiel. Okay, das ist jetzt nicht das beste Beispiel. Poseidon RT. SpongeBob El Primo. Oder auch, ja, Vanara Frank. Also schon sehr, sehr geile Skins. Und wieder mal die klassischen anderen Belohnungen, Videowählen und so weiter. Und jetzt kommen wir endlich zur höchsten Stufe. Jetzt erfahrt ihr, wie ihr kostenlos die Ultra-Trophäen-Box erreicht. Und Leute, tatsächlich erreicht ihr diese mit 3000 Saisontrophäen. Okay, das ist schon mal einiges, Leute. Weil im Schnitt, wenn man einen Monat dafür nur Zeit hat, ihr wisst, das müsste man jeden Tag 100 Pokale pushen, über 1000. Wir haben 20 verbleibende Gegenstände. Oho, Bruder. Das ist so viel. Und wir haben einen garantierten epischen Skin. Genau, und können aber, jetzt wird es halt geisteskrank, rein theoretisch auch legendäre und Hypercharge-Skins darin ziehen. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel jeden anderen Skin da drin noch ziehen, Cartoon Spike oder auch, ja, Mecha Leon oder halt auch, ne, in den Hypercharge-Skins, Bling Hoheit Rico, Godzilla Bass, alle Varianten. Also das ist wirklich jetzt Feierabend. Diese Box ist komplett krank. Ihr habt jetzt erstmal erfahren, hier seht ihr es nochmal in der Übersicht, wie ihr diese verschiedenen Levels dieser Boxen bekommen könnt. Und im Vergleich, wenn man mal ehrlich ist, ist das schon mal viel krasser als nur Bling davor. Also ihr bekommt jetzt viel, viel, viel mehr Belohnungen fürs Pushen. Und das ist halt das Geile an diesem Update. Deswegen ist es auch meiner Meinung nach cool, dass die Ränge entfernt wurden und jetzt das kommt. Weil es sind viel bessere Belohnungen. Es wird viel mehr Spaß machen zu pushen in Zukunft, Leute. Für jeden von euch. Und natürlich, die größte Box wird schon einige Zeit dauern. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. So, kommen wir zu einem sehr entscheidenden Punkt. Und zwar, der ist für jeden von euch wichtig. Was ist mit dem Matchmaking in Zukunft? Ihr wisst es, wenn ihr zum Beispiel einen 900er Brawler spielt, kriegt ihr Gegner, die auch auf 900 Pokale sind. Ich habe jetzt in meinem Kampflog zum Beispiel hier ein Beispiel. Ne? Ihr seht schon, okay, ich hatte hier 989 und ihr seht schon, alle meine Gegner sind so bei ungefähr 1000 Pokalen. In Zukunft wird es anders sein, denn jetzt wird es sehr wichtig, Leute. Jeder Brawler über 1000 wird in einen Matchmaking-Topf geworfen. Und das ist halt wirklich komplett krank, weil man dadurch viel einfacher spielen kann. Das heißt, rein theoretisch könnt ihr einen Brawler auf 2000 Pokalen haben und ihr spielt gegen 1000 Pokal-Gegner. Das heißt, ja, es wird in Zukunft einfacher sein, für Pros zu pushen und schneller. Das heißt, wir werden neue Trophäenrekorde wahrscheinlich sehen, eventuell. Ihr seht schon, 140.000 ist aktuell der Platz 1 global. Und ich glaube, es ist rein theoretisch, dass es möglich ist, dass wir jetzt 200.000 Platz 1 global erreichen könnten. 200.000 Pokale. Es gibt keine langen Matchmaking-Wartezeiten mehr. Man kann sofort einen neuen Gegner finden, ohne dass man Ewigkeiten im Matchmaking warten muss. Und das ist wirklich komplett heftig, Leute. Das ist eine Revolution, kann man schon fast sagen. Außerdem wird dieser Underdog, Bonus, sage ich mal, entfernt. Also nach 1000 Pokalen. Das heißt, das gibt es dann nicht mehr, dass man irgendwie
mehr Pokale dazu bekommt, nur weil der Gegner 2000 Pokale hat. Das gibt es dann nicht mehr. Und es gibt auch eine ganz wichtige Änderung. Das seht ihr jetzt hier im Profil mal eingeblendet, bei Winstreaks. Und ihr seht schon, in dem Profil wird es in Zukunft so aussehen, dass ihr, ihr seht jetzt das mal hier im Vergleich, eine Winstreak nur noch pro Brawler habt, Leute. Und ja, Winstreaks werden teilweise leider entfernt, aber Achtung, es ist natürlich nicht schlimm. Und zwar werden Winstreaks jetzt pro Brawler gezählt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel mit Bo 10-mal gewinnt, habt ihr eine 10er Winstreak. Und wenn ihr dann auf Shelly geht, ist diese 10er Winstreak nicht mehr da. Aber wenn ihr wieder zurück auf Bo geht, ist sie wieder da. Das heißt, wenn ihr euch entscheidet, oh, ich möchte zum Beispiel einen Brawler unbedingt ganz hoch pushen, dann ist das wie vorher mit den Winstreaks, keine Sorge. Nur könnt ihr jetzt nicht einfach, was der auch Platz 1 global gemacht hat, das ist so ein kleiner Trick gewesen, den er gemacht hat. Er hat eigentlich jeden Brawler hochgepusht, außer Mortis. Mortis hat er hier auf 500. Er hat immer mit dem niedrigen Brawler die Winstreak gemacht und ist dann auf die anderen Brawler hochgegangen, damit er mehr Pokale pushen kann. Und das wird jetzt in Zukunft entfernt. Das geht nur noch pro Brawler. Das heißt, das ist eigentlich, würde ich sagen, eine ganz coole Änderung. Und jetzt seht ihr auch dieses Season Prestige in dem Profil. 25. Was bedeutet das genau? Das ist eine Bestenliste mit dem jeweiligen Brawler zum Beispiel. Das bedeutet, ihr habt zum Beispiel jetzt Bo auf 2000 Pokale gepusht und seid auf Platz 25 global. Und dann ist das sozusagen euer bester Rang mit einem Brawler aller Zeiten. Und das wird dann so im Profil stehen. Das heißt, das ist ein krasser Flex. Ne? Wenn man einmal einen Brawler als höchstes der Welt hatte, wird das im Profil stehen. So, Leute. Und jetzt würde ich sagen, haben wir auch schon die Info, was passiert mit den alten Rängen. Das ist jetzt, würde ich sagen, das Allerwichtigste. Jetzt richtig, richtig aufpassen. Und zwar, es geht jetzt um eure Rang 30 Brawler oder vielleicht sogar eure Rang 35 Brawler, je nachdem wie viel ihr schon gespielt habt. Was wird mit diesen Brawlern passieren? Ich habe selbst zwei Brawler auf Rang 35, also Mr. P und Squeak. Das heißt, es ist auch für mich wichtig, was jetzt passiert. Denn wir kriegen einfach mal Flex-Belohnungen dafür. Und zwar, ihr seht schon jetzt einen Pin eingeblendet. Das ist so ein Rang 35 Symbol, was so macht, ne? Mit einer Bling-Brille. Und das ist ein Pin, den man als Belohnung bekommt, dafür, dass man einen Brawler mindestens auf Rang 35 hatte. Das heißt, Leute, wenn ihr jetzt dieses Video seht und auch diesen Pin haben wollt, pusht einen Brawler auf Rang 35. Ich weiß, es ist schwer aktuell, aber ihr kriegt das, wenn ihr wollt, unbedingt hin. Weil ihr habt nur noch bis Ende Oktober Zeit. Ende Oktober kommt dieses komplette System schon. Was ist, wenn ihr über 10 Brawler auf Rang 35 hattet, was ich zum Beispiel nicht habe, dann bekommt ihr einen exklusiven Titel. Und zwar, ihr wisst ja, dass wir hier den Meisterungspfad haben. Zum Beispiel, wenn ich Squeak mastere, kriege ich den Spielertitel Unfall. Und ihr kriegt dann, wenn ihr 10 Brawler auf Rang 35 hattet, einen exklusiven Titel. Als zum Flex einfach so. Das werde ich safe nicht schaffen, aber einige von euch vielleicht schon, wenn ihr gut seid. Dann gibt es auf jeden Fall im Profil dann eine Statistik auch, die anzeigen wird, wie viele Brawler ihr auf Rang 35 hattet. Das ist einfach nur zum Flexen. Da wird dann natürlich das Maximum sein, wahrscheinlich 84. Ich weiß nicht, ob es, wenn ein neuer Brawler noch rauskommt im Update, ob das da noch mit reingezählt wird, aber wahrscheinlich ist 84 das Maximale, was ihr haben könnt. Das ist dann einfach nur so zum Flexen, wie gesagt. Jetzt, wie gesagt, nochmal die wichtige Info, wann wird das alles passieren? Es ist so viel krasses Info gewesen für euch. Und zwar wird das Ganze tatsächlich Ende Oktober passieren. Wir haben noch kein genaues Datum, aber im Brawl Talk wird das Ganze nochmal ein bisschen aufgegriffen und nochmal ein bisschen mehr erklärt. Außerdem kriegen wir natürlich auch Informationen über neue Brawler, die natürlich noch ins Update mit reinkommen und so weiter. Und ganz wichtig, ihr könnt jetzt schon tatsächlich Progress sammeln. Und zwar, wenn ihr jetzt schon einen Brawler über 1000 Trophäen habt, was ich übrigens aktuell nicht habe, aber ich habe mehrere auf 999, dann wird dieser Progress, den ihr über 1000 schon spielt, schon in die erste Trophäenbox mit reingerechnet. Aber jetzt ist es, wie gesagt, viel schwieriger als nach dem Update. Das heißt, ja, wenn ihr sehr viel Bock darauf habt, könnt ihr das jetzt schon machen oder ihr wartet bis zum Update, was ich sogar vielleicht eher empfehlen würde, Leute. Ganz wichtig nochmal, alle Änderungen könnten leicht abgewandelt werden im richtigen Update. Es kann sein, dass ihr vielleicht doch mehr verbleibende Gegenstände bekommt oder ja, vielleicht doch mehr Sachen in den Boxen drin sein könnt. Vielleicht sind sogar am Ende sogar wirklich noch Brawler oder Münzen oder sowas drin. Das kann sein, Leute. Das ist jetzt, wie gesagt, nur die erste Info, die wir von Brawl Stars offiziell bekommen haben. Und jetzt kommt nochmal am Ende mein Fazit. Und damit sehen wir nochmal hier in Brawl Stars. Ich muss sagen, ich finde das neue System richtig geil und ich freue mich geisteskrank darauf, weil wir haben endlich mal gute Belohnungen fürs Pushen und wir haben endlich mal einen Grund auch hoch, die Brawler zu pushen. Jeder von euch.
Und jeder von euch kann jetzt den neuen Max-Rang, Max-Tier-Rang erreichen, Rang 50, ohne dass man geisteskrank die Nacht dafür durchmachen muss, eine Stunde Matchmaking warten muss. Ich finde das neue Update geisteskrank heftig, Leute. Freut euch wirklich darauf. Ich werde euch alles dann sagen im Update. Lasst also ein Like da, ein kostenloses Abo, um nichts zu verpassen. Ich werde auch Opening Battles machen mit den neuen Boxen. Und bald soll übrigens dann auch noch der neue Trophäenpfad eingeführt werden. Also, ne, da werden wir auch andere Belohnungen vermutlich bekommen. Das heißt, das wird auch krass. Bis dann und ciao, ciao, Leute.